Zunächst darf ich aber mit Patientenanwalt Alexander Wolf einen Studiogast begrüßen, der momentan alle Hände voll zu tun hat. Mit dem Juristen sprechen wir über seine Arbeit, die Folgen der Pandemie, die Situation im Gesundheitswesen und aufgrund einer aktuellen V-Plus-Recherche über das heikle Thema des assistierten Suizids im Rahmen des Sterbeverfügungsgesetzes. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Danke für die Einladung. Ja, Herr Wolf, Gesundheit, ein Thema, das höchste Priorität genießt und genießen soll. Womit beschäftigt sich der Vorarlberger Patientenanwalt derzeit? Derzeit beschäftigen wir uns mit dem täglichen Geschäft. Das sind behauptete Behandlungsfehler, Beschwerden in Altersheimen, teilweise Beschwerden im niedergelassenen Bereich, wenn es um Personenschäden geht. Das ist jetzt wieder der Hauptarbeitsbereich, den wir derzeit haben. Mhm. Da sprechen Sie wahrscheinlich an, jetzt wieder. Gestern wurde die Pandemie von Seiten des Gesundheitsministers offiziell für beendet erklärt. Welche Auswirkungen hatte denn Corona gerade auf Ihren Tätigkeitsbereich? Die Pandemie hat uns jetzt im Jahre 2020 eigentlich kalt erwischt. Wir sind zuerst in Homeoffice oder nur eingeschränkter Betrieb. Und am Anfang haben wir das noch nicht so gemerkt, weil da waren die Beschwerdezahlen noch konstant, weil es um Beschwerden gegangen sind aus den Jahren davor. Aber im Jahre 2021, da sind die Beschwerdezahlen, was die herkömmliche Arbeit des klassischen Behandlungsfehlers geht, stark zurückgegangen. Wieso? Um das haben wir uns natürlich auch gekümmert und Antworten gesucht. Weniger Unfälle, weniger Skitourismus, weniger Sportunfälle und dadurch weniger Behandlungen und weniger Fehler. Und das, da haben wir gedacht, ja, okay, die Zahlen gehen zurück, aber dann sind andere Themen im Vordergrund getreten. Und zwar sind wir doch sehr beschäftigt worden mit Maskenpflicht in Krankenhäusern. Was die Bevölkerung sehr beschäftigt hat, ist, ich kann meinen Angehörigen im Krankenhaus nicht mehr besuchen. Das hat auch direkte Auswirkungen auf die Behandlung an sich gehabt. Jetzt muss man nur dran denken, ein 70, 75-jähriger Patient liegt im Krankenhaus, kann nicht mehr besucht werden von den Angehörigen. Die Angehörigen kriegen ja viel mit. Wie geht's dem? Ist er schlechter geworden? Und er kann auch der Pflege viel mehr kommunizieren. Da müssen wir mehr aufpassen. Und das war nicht mehr möglich. Dann haben wir natürlich Besuchseinschränkungen gehabt im Pflegeheimbereich. Ganz krass, weil die Bewohner haben sich teilweise auch nicht mehr ausgekennt. Und dann haben wir das irgendwie managen können und dann ist die Impfung gekommen. Game Changer auch für den Patientenanwalt. Ja, und dann sind die Fragen alles um Impfungen aufgetreten, Nebenwirkungen, Impfschäden, wie ist es mit der Einschränkung, ich darf nur mehr mit der Impfung dort und dorthin. Schwieriges Thema. Vielleicht kommen wir gerade auch zur Impfung. Ich glaube, heute in Deutschland 9000 Anträge auf Impfschäden, Zurückerstattungen. Das ist aber nicht primär beim Patientenanwalt. Also wie sind Sie damit umgegangen? Wie wurden Sie mit dem konfrontiert? Natürlich, es ist nicht unser Zuständigkeitsbereich, aber wir werden natürlich kontaktiert über Telefon. Was kann ich tun? Was soll ich tun? Ich habe einen Impfschaden und man kann natürlich einen Antrag stellen auf eine Entschädigung nach dem Impfschadengesetz, aber da ist wieder das große Problem, der Geschädigte muss nachweisen, dass das von der Impfung kommt. Und da hat es ein zeitlicher Zusammenhang langt nicht aus, weil es könnte ja von was anderem kommen. Ich habe nochmal Zahlen gehört, bitte nageln Sie mich nicht fest, ob sie stimmen oder nicht. 1500 Anträge, 30, 40 Entschädigungen. Und das könnte man natürlich schon einmal evaluieren, ob es da nicht eine Änderung bedarf, in dem Sinne, dass nicht der Patient diese Kausalität, diesen Ursachenzusammenhang nachweisen muss, sondern wenn gewisse Parameter vorliegen, zeitlicher Zusammenhang, Impfung, wissenschaftliche Datenlage, sofern sie vorhanden ist, dass dann doch großzügig Entschädigungen ausbezahlt werden. Aber das ist ein politisches Thema. Angesprochen auf die wissenschaftliche Datenlage, ist es nicht auch schwierig,
angesichts dieser gerade installierten Impfung, da liegen ja auch noch keine Daten wirklich vor, also mal zumindest nicht Langzeit, ja. Wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, wenn man da Regressanforderungen stellt. Ja, das mag alles sein, nur wir müssen, glaube ich, Erleichterungen für den Geschädigten installieren. Und zwar, es kann doch nicht sein, dass jemand sich bereit erklärt, eine Impfung zu bekommen, die Datenlage nicht ganz klar ist oder man weiß, dass es so diese und jene Nebenwirkungen gibt, teilweise schwerwiegende Nebenwirkungen oder Ereignisse. Und dann muss trotzdem noch der Betroffene nachweisen, das kommt definitiv von der Impfung. Mhm. Und ich glaube, da brauchen wir ein Umdenken. Mhm. Fakt ist aber, nicht, dass man es falsch verstehen, Sie sind ein Freund der Impfung und kein Impfgegner. Na, ich bin selber viermal geimpft, mhm. Also das kann ich sagen. Ich wollte Corona in diesen Ausmaßen nicht bekommen. Bilder Bergamo brauche ich nicht. Mhm. Kommen wir vielleicht trotzdem nochmal auf das Thema, weil kaum ein Thema hat die Gesellschaft so gespalten wie diese Pandemie. Und da gab es gerade auch viele Strömungen, seien es jetzt Populisten oder auch diverse, unter Anführungszeichen, Wissenschaftler, die das Ganze, diese Angst der Menschen für ihre Agenda ausgenutzt haben. Wissenschaftsfeindlichkeit, Verschwörungstheorien standen an der Tagesordnung. Haben Sie das Gefühl, dass sich das jetzt etwas beruhigt hat oder werden Sie auch noch in Ihrer Arbeit mit solchen Themen konfrontiert? Es ist wesentlich ruhiger geworden. Mhm. Also das ist überhaupt kein Vergleich mehr. Wir haben das schon Ende 2022 gespürt. Das Thema ist nicht mehr vorherrschend. Es sind andere Themen wieder in den Vordergrund getreten. Also da kann ich beruhigen. Also das ist nicht mehr unsere tagtägliche Arbeit. Mhm. Vielleicht noch aus juristischer Sicht, gerade die Corona-Bestimmungen, wie Sie es schon angesprochen haben, haben die Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt. Wie schwierig ist vielleicht so ein Spagat zwischen Rechtsstaat, zwischen individueller Freiheit und einem Allgemeinwohl, vielleicht gerade auch in Zeiten einer Pandemie? Ich möchte mit einem Spruch, der mir heute untergekommen ist, beginnen. Und da Charles de Gaulle hat einmal gesagt, es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es denn doch nicht gibt. Mhm. Also ich glaube, dieser Spagat oder die Politik, die hat ja auch keine Kenntnis gehabt. Die hat es managen müssen und hat es probiert zu managen. Und jetzt im Nachhinein sagt man ja auch, ja, alles ist nicht rund gelaufen. Aber so wie man es gemacht hat, wenn man unsere Zahlen anschaut, glaube ich, ist es gut gemanagt worden. Mhm. Und natürlich, perfekt gibt es da nicht da. Mhm. Sondern man muss schauen, dass man da durchkommt. Und das haben wir eigentlich relativ gut erledigt, glaube ich. Mhm. Wie wichtig ist denn vielleicht jetzt gerade auch angesichts der mangelhaften, unter Anführungszeichen, Datenlage eine umfangreiche Aufarbeitung, eine umfangreiche Evaluierung, auch dass vielleicht die Politik für die nächste Pandemie gewappnet ist? Die Aufarbeitung ist immer gut, mhm. weil mit der Aufarbeitung sehe ich, wo waren Fehler, wo kann ich es besser machen. Aber ich möchte da einen Gedanken einbringen. Die nächste Pandemie, die vielleicht kommen wird, ist eine ganz andere. Mhm. Wir haben unter Umständen eine viel höhere Ansteckung. Wir haben vielleicht eine viel höhere Mortalitätsrate. Ich sage nur Ebola in Afrika. Mhm. Wir haben das, glaube ich, vor 3 Jahren ist ein Ebola-Patient mit dem Flugzeug nach Hamburg eingeflogen. Der ist Gott sei Dank isoliert worden. Aber wenn das natürlich in einer Stadt, in einer Großstadt passiert, dann haben wir ganz andere Probleme. Mhm. Und ich glaube, auch wenn man Covid jetzt evaluiert, dann wissen wir, wie wir schon tun müssen bei diesen Parametern. Aber wenn das natürlich ein ganz anderer Virus ist, dann überrollt uns das unter Umständen nochmals. Mhm.
Machen wir einen Themenwechsel und kommen wieder zu aktuellen Themen, die das Gesundheitswesen gerade betreffen. Jetzt hört man auch immer wieder Engpässe in der Versorgung, Ärztemangel. Es gibt auch Verknappung von Medikamenten. Wie spiegelt das Ihre Arbeit wider? Wie kommen Sie da damit klar? Wie beurteilen Sie auch die momentane Situation hier in Vorarlberg? Also ich glaube, die Versorgung in Vorarlberg ist sehr gut, aber wir haben natürlich schon unsere Probleme. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Gynäkologen brauche oder ich ziehe nach Vorarlberg, brauche einen neuen Hausarzt und höre dann von den ganzen Hausärzten in diesem Ort oder in dieser Stadt, wir nehmen keine neuen Kunden oder keine neuen Patienten. Oder beim Gynäkologen, ich komme nicht unter, wir nehmen auch keine neuen Patienten, ich muss in die Wahlarztordination. Mhm. Psychiatrie das gleiche Problem, Kinderärzte auch ein Problem. Also da gibt es schon Probleme, also, und das beschäftigt uns auch, weil wir sind zwar nicht primär auch für dies zuständig, dass ein Patient einen Termin bekommt, aber wir werden natürlich telefonisch kontaktiert, was sollen wir tun? Mhm. Und da ist meiner Ansicht nach nicht nur die Ärzteschaft gefordert, sondern auch die Sozialversicherung gefordert. Die Sozialversicherung hat einen Vertrag oder die Patienten mit der Sozialversicherung, die zahlen einen Betrag. Und es muss eine gewisse Versorgungssicherheit gegeben sein. Und wenn ich keinen Hausarzt finde, dann habe ich ein Problem. Mhm. Und zwar ein vielschichtiges Problem. Wenn ich Dauermedikamente habe, bekomme ich sie nicht mehr. Wenn ich einen Krankenstand brauche für meinen Arbeitgeber und ich kann den erst 3 Tage später den Arzt aufsuchen, dann kann ich die Bestätigung nicht beibringen. Mhm. Also das ist schon ein Problem, was wir haben. Wir haben auch. Wäre da nicht vielleicht auch eine Lösung, wie es auch in Covid-Zeiten war, dass man wiederum das Medikament online bekommt, beziehungsweise diese E-Card, E-Rezepte auch vielleicht auch den Arzt vielleicht online konsultieren könnte? Ja, das ist das Problem, wenn ich das Medikament nicht bekomme. Mhm. Aber es ist, wenn ich keinen Hausarzt habe. Mhm. Dann gibt es natürlich, der Notfallpatient kommt natürlich unter. Es gibt ein Notfallsystem in Vorarlberg, wo man einen Termin beim Facharzt bekommt. Ich glaube, dass man diese 1450 mehr ausbauen müsste. Ich glaube zudem, dass das Eigenmanagement des Patienten höher werden muss. Ich darf nicht wegen allem Möglichen zum Doktor gehen, aber im Zweifelsfalle, dass ich eine Hotline habe wie 1450, dass ich dort anrufen kann und die managen das oder die leiten mich durch dieses System durch. Und das wäre sicherlich, wenn man das mehr ausbaut, eine Möglichkeit, um vielleicht auch einen Ärztemangel oder einen Mangel, dass ich einen Termin bekomme, dass ich da durchkomme. Mhm. Vielleicht kommen wir zum Thema, das uns die letzten Tage beschäftigt hat. Und zwar geht es da um das Sterbeverfügungsgesetz. Im Zuge einer Recherche haben wir gerade dieses Thema auch beleuchtet. Die Sterbeverfügungen werden ja auch vom Patientenanwalt in Vorarlberg errichtet. Welche Erfahrungen haben Sie da diesbezüglich gesammelt? Also wo das Gesetz gekommen ist, Anfang 2022, da haben wir uns in Österreich alle Patientenanwälte zusammengeschlossen und haben einmal gewisse Richtlinien, Standardrichtlinien ausgearbeitet, damit wir eine Qualität bieten können bei diesem Instrument Sterbeverfügung, was in ganz Österreich ungefähr dann gleich ist. Die Erfahrung war, dass am Anfang 2022 einige Anfragen waren und dass wir dann doch im Jahre 2022 3 Sterbeverfügungen errichtet haben. Jetzt sagt man, ja, 3 Sterbeverfügungen ist nicht viel, aber wenn man hört, dass im Jahre 2022 110 Sterbeverfügungen errichtet wurden und es hat 11 assistierte Suizide gegeben, davon 3 in Vorarlberg, ist relativ hoch, muss man sagen.
Dann ist es eher ein bisschen zurückgegangen mit den Anfragen und den Informationen. Und heuer haben wir ca. 15 bis 20 Anfragen und 3 Sterbeverfügungen errichtet. Also jetzt schon? Jetzt, ja. Wie verläuft denn da das Prozedere? Also das ist ja relativ umfangreich, muss es auch sein. Wie kommt man zu einer Sterbeverfügung? Wer kommt überhaupt in Frage? Also in Frage kommt eine Person, die an einer Krankheit leidet, die zum Tode führt, oder an einer schwerwiegenden Erkrankung mit Dauerschädigung, und wo es eigentlich keine wirkliche Hilfe gibt, jetzt einmal untechnisch gesagt. Was muss diese Person tun? Diese Person braucht einmal 2 ärztliche Aufklärungen, wobei ein Arzt ein Palliativmediziner sein muss. Dann, wenn es keine terminale Phase ist, also das heißt, dass der Patient innerhalb von 6 Monaten verstirbt, muss er 12 Wochen ab der ersten Aufklärung warten. Und nach 12 Wochen kann er dann beim Juristen, also beim Notar oder bei der Patientenvertretung, also Patientenanwaltschaft, die Sterbeverfügung errichten. Wir haben uns für uns eine Qualitätsrichtlinie erarbeitet, wo wir ein zweizeitiges Gespräch wollen, eine Grundinformation und dann die Errichtung. Und wir haben im Büro ein Vier-Augen-Prinzip. Also einer macht's. Das wird dem anderen dann vorgetragen und der schaut nochmal, gibt es irgendetwas, was man vergessen hat, auf was man Bedacht nehmen muss, und dann wird die Sterbeverfügung errichtet. Dann müssen wir die Sterbeverfügung wie jeder Arzt auch ins Register eintragen, und mit diesem Original kann dann er selber oder eine hilfeleistende Person das Medikament beziehen. Jetzt kann die Person oder auch diese angesprochene Person in eine Apotheke gehen, bekommt er dieses tödliche Medikament, also wenn man es so richtig, als Medikament richtig, dann bezeichnen kann überhaupt. Wie verläuft das Ableben dann? Also ist er dann auf sich allein gestellt oder kontrolliert? Oder? Es ist ziemlich schwierig, weil das Gesetz gibt ja überhaupt nichts her. Das Gesetz sollte man da mal wirklich überdenken und evaluieren. Gedacht ist, der Plan war, dass diese Person sich eine hilfeleistende Person zur Seite nimmt und diese hilfeleistende Person den Patienten oder diese Person unterstützt. Das heißt, zum Zeitpunkt, wo das genommen wird, das Medikament anwesend ist, unter Umständen dieses Medikament in der Apotheke abholt, das vorbeibringt, unter Umständen nach dem Tod auch dem Bestatter die Information gibt. So ist geplant. Wie sind diese, das sind enorme Anforderungen für gerade diese hilfestellende Person. Ja, wie gesagt, ich habe einige Kritikpunkte zum Gesetz. Gerade diese hilfestellenden Personen werden alleine gelassen. Die müssen nachher selber schauen, wie sie mit dieser emotional sehr belastenden Situation umgehen. Die müssen sich unter Umständen selber Hilfe suchen. Wird nicht bereitgestellt, sondern da sind sie selber verantwortlich. Das ist einmal der erste Kritikpunkt, wo ich sage, da sollte man irgendetwas tun. Dann ist der nächste Kritikpunkt, das habe ich auch in meinem Jahresbericht so verfasst, was ist, wenn ich keine hilfeleistende Person habe? Ich hole mir das Medikament und dann nehme ich es. Allein zu Hause. Und was ist dann? Niemand weiß Bescheid. Also es wird auch nicht, besteht keine Meldepflicht, es ist okay. Ja. Ich nehme das Medikament. Und durch andere Umstände bekommen dann dritte Personen mit, dass es da einen Toten gibt. Und ich glaube, dass man da, natürlich kann man niemanden verpflichten, auch wenn es im Gesetz drinnen steht, dass er das irgendwo meldet. Aber es sollte zumindest gesetzlich vorgesehen werden, dass zum Beispiel der Bestatter informiert wird davor oder aber eine andere dritte Person oder wie auch immer. Und da gibt es Gesetz einfach nichts her. Und das sollte man schon regeln. Vielleicht auch, dass man, wenn man das Medikament öffnet, dass man das digital löst, dass da jemand informiert wird oder wie auch immer. Da gibt es sicherlich Ideen, aber man diskutiert ja nicht einmal darüber. Und
Das sollte man sich aber schon in Zukunft oder in naher Zukunft genauer anschauen. Kann es da nicht auch zu Komplikationen kommen, wenn man dieses ablebende Medikament nimmt? Also wenn man jetzt das wirklich so hernimmt, wir wissen, dass es unter Umständen zu Komplikationen kommen kann. Und zwar nicht nur beim Medikament, sondern ich nehme ja davor ein Medikament ein, das die Übelkeit bekämpft oder dass mir nicht übel wird. Aber wenn ich das Medikament nehme und es führt zu Erbrechen, dann habe ich unter Umständen nicht das gesamte Medikament eingenommen. Das heißt, wirkt es denn noch? Fragezeichen. Oder wirkt es verspätet? Wie schaut denn mein Ableben aus? Oder ich aspiriere dies, habe noch andere Probleme. Ich kann keine Hilfe mehr holen. Also es sind einige Fragestellungen gerade im Zusammenhang mit der Verabreichung natürlich da, wenn ich alleine bin. Vielleicht auch, wie lange hat man denn das Medikament zu Hause? Oder? Ja, das ist ja auch, ich hole das ab, das Medikament. Und dann habe ich es zu Hause. Ein halbes Jahr, ein Jahr. Wann ich das Medikament einnehme, das ist mir selber überlassen. Ich habe vorher die Zahlen gesagt, 110 haben das Medikament genommen, 11 haben im Jahre 2022 diesen assistierten Suizid vollzogen. Das heißt, 99 Personen haben dieses Medikament zu Hause. Unter Umständen länger. Und da stellt sich dann eine weitere Frage. Das Medikament, wie lange hat das Medikament ein Ablaufdatum? Wie lange darf ich das einnehmen oder muss ich es dann zurückgeben und kriege ein neues Medikament? Ist die Wirksamkeit dann noch gegeben? Ich bin kein Pharmakologe, ich weiß es nicht. Aber das sind also Fragen, die man jetzt einmal diskutieren müsste. Wir haben ja auch im Vorfeld schon beim Gesundheitsministerium interveniert. Da kam dann als Antwort, das Gesetz ist noch nicht lange genug in Kraft, um jetzt das Ganze auch zu evaluieren. Wie gehen Sie mit so einer Antwort um? Ja, das Ministerium soll bei den Stakeholdern oder die in die tägliche Arbeit involviert sind, einmal anfragen. Ich habe keine Anfrage bekommen, weil dann kriegen Sie 3, 4 Anregungen oder 5 Anregungen, über das man diskutieren müsste. Aber Anfragen habe ich keine bekommen. Aber es wäre dringend notwendig. Vielleicht abschließend noch, wenden wir uns wieder einem erfreulicheren Thema hoffentlich zu. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, vielleicht auch von der Politik? Welche Themen sollten Ihrer Meinung nach ganz oben an der Tagesordnung stehen? Also meiner Ansicht nach ganz oben an der Tagesordnung muss die Prävention stehen. Und da sollte man bei den Kindern anfangen. Ich war gestern gerade im Landhaus, Präsentation des Gesundheitsberichtes, und da ist wirklich Kindergesundheit, da wird was gemacht, aber das sollte wirklich, ja, dem sollte der erste Rang zukommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es sollte die medizinische Versorgung gewährleistet sein für alle Patienten in Vorarlberg. Und da sollte man auch darüber diskutieren, ob nicht diese Primärversorgungseinheiten nicht doch endlich kommen. Einmal zumindest in gewissen Ballungszentren oder Brinzer Wald, Montafon, Rheintal 1, einmal vorgesehen ist es ja, aber es braucht jetzt eine Umsetzung. Das ist mein Wunsch an die Politik. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio, Herr Patientenanwalt Wolf. Bitte, bitte. Und damit kommen wir dann zu unserem nächsten Gast. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung.